Willkommen zurück. Wir sind natürlich weiterhin bei Satisfactory. Auf jeden Fall war ich mal ein bisschen Katrim erzogen, hab's gleich zu Barren und dann zu, wo ist es jetzt? Diesem Turbodraht gemacht. Auch wenn ich es gerade nicht sehe. Auf jeden Fall habe ich es gemacht. Das normale Draht hier. Ne, das sind Rotoren. Wo ist der denn jetzt? Da. Hier, 330 Stück haben wir rausgekriegt, damit wir hier mit der Forschung weiterkommen. Sehr schön. Mal sehen, was dabei rauskommt. Ich hoffe, dass er inzwischen auch ein paar Kubungs gemacht hat. Das werden wir auch gleich gucken. Wir brauchen nämlich 100 Stück allein schon für die Forschung. Werden wir gleich mal reinhauen. Sehr schön. Und was haben wir jetzt hier so schönes? Highspeed-Anschluss. Was zum Henker ist ein Highspeed-Anschluss? So gut, das können wir eh noch nicht machen. Plastik haben wir nicht. Und KI-Begrenzer. Und dann keine Ahnung, was der bewirkt. Den könnten wir rein theoretisch machen. Was ist das? Gut, den können wir nicht machen, dafür haben wir nicht mehr genug. Strommast MK2. Ah. Das sind schon mal ein Träumchen. Und das sind, ja, hier sind die Legendensplitter. Alles klar, dafür brauchen wir die also. Die KI-Begrenzer. Ah. Okay. Und Netzschalter? Wofür der jetzt gut ist, weiß ich auch noch nicht. Hier haben wir sogar die Strommessen. MK3. Das ist ein Träumchen. Okay, hier muss ich auf jeden Fall weiter. Als nächstes wird erstmal der erforscht. Dafür brauchen wir noch mal ein bisschen. Dann müsste ich noch mal ein bisschen Erz holen. Ah ja, ich habe 200 Stück geholt. Das reicht nicht. Und wir müssen unbedingt hier weitermachen. Dafür brauchen wir... Ich brauche also noch jede Menge mehr. Alles klar. Und ich höre gerade, wenn ich mich nicht täusche... Ja, unser Auto ist wieder ohne Kohle, ne? Ja. Okay. Das, Was mit der Kohle ist auch echt furchtbar, ne? Ich habe keine Lust, da jetzt schon wieder hochzulaufen. Ah, ich weiß, ich habe keinen automatischen Kohlezufluss, aber ich werde das Auto eh wegnehmen. Wir werden es im anständigen Fließband machen. Das Kohle, was hier rüberläuft, ja. Komme ich hier irgendwo einmal aus Fließband rauf, damit ich hier mal ein bisschen Kohle wegschnappen kann? Das wäre ja schon ein Träumchen. Nee, ne? Echt nix wo? Über Katrium-Erz brauche ich definitiv noch mehr. Auf jeden Fall. Komme ich hier rauf? Ja. Machen wir nochmal ein bisschen Kohle wegsammeln. Ist nur kein Weltuntergang. Ah, obwohl wir da auch nicht die Mengen kriegen, die wir brauchen. Also, das machen wir anders. Das machen wir definitiv anders. Ich gehe einmal kurz da hinten durch. Wir können ein bisschen wegsammeln. Guck mal, das ist die Kohle, die beim Kraftwerk ankommt. Da ist eh mehr als genug. Ich werde da jetzt gleich noch den Rest aus meiner rausschnappen. Die Jungs hier sind auch noch am Start. So. Geh mal her. Ist nicht viel. Weiß ich. Aber das Auto kommt eh weg. Ich meine, das ist eine nette Spielerei mit dem Schlepper, aber... Wirklich brauchen... Ich weiß nicht. Kann man nur auch nicht behaupten, ne? Vor allen Dingen ist der Kohleverbrauch, finde ich, viel zu hoch. Wir haben halt mit dem Fließbänder den Vorteil, dass wir da nicht ständig was auffüllen müssen, dass es ohne Probleme weiterläuft. Und dann geht das auch alles. Und dann stopfen wir jetzt ins Auto. Der Rest kommt vorne erstmal rein. Der kann dann zumindest mal auf ein, zwei Folgen fahren. So, Auto, das stand hier. Nee. Ich will das Auto, nicht den Knoten. Genau. Dann hau einmal... Wo ist die Kohle jetzt? Da, die Kohle drin. Genau, dann kann der hier weiterfahren. Den Rest holen wir da vorne rein. Auf jeden Fall haben wir das Problem mit Fließbändern nicht. Aber das mache ich dann halt im Zuge der Umbauarbeiten, wo wir ja sowieso weitermachen wollen. Ich brauche halt dringend, bevor wir da überhaupt richtig weitermachen können... Die Dinger da, die... Naja. Die Winde. So, hau rein. Kann das erstmal wieder reinlaufen ins System. Der hat ja jetzt erstmal genug. Der hängt da... Dadurch verbraucht er halt auch so viel, ne? Dass er überall festhängt. Es ist einfach furchtbar. Und das wird man halt später nicht mehr sehen, ne? Wenn wir das alles hier richtig fertig haben, dann wird man das absolut nicht mehr sehen. Wir marschieren jetzt einmal rüber... Einen Coupon haben wir ja noch, einen haben wir verschwendet für diese komischen Dinger, die nicht funktionieren. Oder ich zu doof dafür bin. Das wäre wahrscheinlicher. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch 4 Coupons.
Das lief jetzt eine ganze Weile. Also ich habe es jetzt bestimmt 30 Minuten durchlaufen lassen. Ich stand da eigentlich nur in der Base. Da wird er ja wohl ein bisschen was angesammelt haben, hoffe ich. Das werden wir jetzt aber sehen. Immerhin, dann jagen wir da jetzt 120 Schrauben pro Minute rein. So, mein Freund, was hast du, was hast du? Einen, willst du mich veralbern? Einen! Echt jetzt? Dann haben wir zwei insgesamt. Okay, das... wir brauchen fünf, ne? Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Fünf! Er hat einen geschafft! Das ist natürlich ärgerlich, aber gut, dann machen wir trotzdem erstmal so die Wände voll. Dann lassen wir die Stücke halt erstmal frei und setzen die nachträglich rein. Es ist nur halt ärgerlich, ich hätte die Fließbänder halt gerne gleich mit ordentlich gemacht. Okay, können wir den ändern? Ist halt so. Einen, echt einen. Wenn ich so richtig in Erinnerung habe, kosten die Dinger nämlich 5, ne? Ich kann noch mal gucken. 5, ja. Die brauchen wir nämlich. 5! Okay. 5. Einen haben wir noch drin, dann haben wir jetzt 2. Wow. Okay, wir machen einfach erstmal so weiter. Alles Stück für Stück ordentlich. Wir müssen ein bisschen Biesele was umbauen bei der Kupferproduktion. Jetzt nicht allzu viel, aber ein Biesele. Ich will das alles ein bisschen ordentliches Ding haben. Das hier geht so, das lassen wir so. Auch wenn es nicht optimal ist. Klar, ich könnte das mit den Schrauben hier auch so machen wie drüben, dass es effizient läuft. Aber das ist schon okay. So oft brauchen wir Schrauben nicht. Das hier ist ja auch noch okay. Und hier gehen dann halt nachher, ich vermute mal, da kommt eh mittig. Ich werde das hier, das ist das Problem, eh umstellen müssen. Aber den nehmen wir erstmal weg. Dass es hier ordentlich reingeht. Das gleiche haben wir denn hier auch. Es ist halt schwer zu sagen. Ich weiß nicht genau, wo das Ding sitzt. Was soll das Fließband hier nachher gerade rein? Was haben wir da ordentlich für ein Fließband? Ich vermute mal ein ganz normales MK1, oder? Ja. Also das soll hier eigentlich nachher gerade hier runtergehen. Das heißt, das müsste ich sowieso rein theoretisch bis hier hinziehen. Hier eigentlich einen kleinen Lift oder so ranmachen. Obwohl Lift wäre hier eigentlich ein bisschen übertrieben, ne? Gerade an den Splitter ran wäre hier. Okay. Warum ist zumindest einigermaßen gerade? Ich meine, hätte ich jetzt die Dinger an den Wänden, hätte ich es wahrscheinlich gleich ordentlich machen können. Aber gut, zumindest kommt das so wieder an. Ein Träumchen, der braucht das ja. Dann lassen wir die Lücke hier erstmal frei. Den ziehen wir hier jetzt erstmal weiter. Windy, der braucht ja echt ewig. So, hier hätten wir das gleiche Problem. Und der meine ich ja sowieso. Ich weiß nicht, warum ich hier abgezwackt habe. Wahrscheinlich, weil ich ja mal irgendwie was geplant hatte für die Zukunft oder so. Weil der braucht ja nur 30 und kriegt 60 rein. Das ist so eigentlich völliger Mumpitz, wenn man ganz ehrlich bin. Ich werde das ganze Ding hier neu aufbauen. Was produzieren wir hier eigentlich? Das ist die Schmiede. Der Konstruktor macht hier was? Ach, der macht die Kupferbleche. Okay. Das Ganze werden wir dichter hier mit ranziehen. Ich weiß, der kriegt dann zu viel. Das denke ich mal, werde ich ihn später mal so hoch pushen, dass er die kompletten 6 verarbeiten kann. Dann kriegen wir auch jede Menge von diesen Kupferblechen. Fakt ist, das braucht hier eigentlich gar nicht so groß. Nee, hier, genau, Fließband, mein Freund, Fließband. So, Kupfer haben wir eh viel zu viel. Bevor ich hier mein Inventar dicht wühle, gleich weg damit. Das kann alles wieder reinlaufen. Sehr schön. Dann stellen wir die gute Schmiede hier ungefähr. Na, da ist jetzt der Strommast im Weg. Aber dann müssen wir ein Fließband vorbeikriegen, oder? Dann stellen wir die gute Schmiede hier auf. Also den Smilzofen. Genau, gleich auf mit der... Yep. Ungefähr mittig. Sehr schön. Dann passt das schon. Das Fließband bauen wir gleich um. Und der gute Konstruktor. Wieso habe ich das überhaupt so kreuz und quer stehen?
Ich habe es auf gleiche Höhe mit dem, ne? Den gleichen Konstruktor würde ich gerne auf Höhe mit dem. Das Problem ist, den kann ich ja jetzt nicht einfach wegnehmen. Da hängt die Maschine mit dran. Da hängt die Maschine nebenan mit dran. Da hängt der Strommast mit dran. Und was ist noch? Der. Aber der muss weg, ne? Ja, der muss weg. Sonst kriege ich das nicht gleich auf mit der Maschine. Das war klar. Das war definitiv klar. Den stelle ich jetzt definitiv erstmal dichter hier ran. Der hatte auf jeden Fall die Maschine dran. Der hatte die Maschine dran. Und vor allen Dingen, er hatte das damit dran. Ich hoffe, dass die Kraftwerke jetzt wieder hochfahren, da wir eh schon übermäßig viel hatten. Aber wirklich übermäßig viel. Okay, unser Konsumverbrauch geht aktuell. Lüft wieder. Sehr schön. Da sollen auch die Kraftwerke wieder anlaufen, oder? Tun sie auch aktuell, wie es aussieht. Sehr schön. Gut, gut. Warte mal, kann ich auch gleich mal nachgucken? Kraftwerke produzieren 525. Jo. Wenn sie alle arbeiten, jetzt arbeiten sie gerade nicht. Warum nicht? Das ist nicht gut. Jetzt wieder. Ich meine, die Biokraftwerke greifen zwar ein. Da gab es so gerade, ja, wegen dem Strom einmal kurz einen Wassermangel. Scheint sich aber wieder gegeben zu haben. Ja, geht wieder. Sehr schön. Dann können wir den guten Konstruktor nämlich hier hinstellen. Ich will den nämlich gleich auf mit den hier haben. Aber auch natürlich passend zu dem da. Ist das so richtig? Ja, ne? Nee. So ist richtig, ne? Nee. Ist er nicht. Ah, tut mir leid, ich habe da mal schon so ein Fimmel, dass er gerade stehen muss, aber das ist, das geht ums Prinzip. So ist er richtig. Jo. So steht er richtig. Dann geht das da nämlich voll drin. Der konnte dann wieder seine Kupferbarren machen. Das mit dem Erz machen wir es später. Der kann dann definitiv seine Kupferbleche wieder machen. Der braucht 20 pro Minute, der kriegt sogar 30 pro Minute. Ne? Das ist halt alles noch nicht optimal hier, aber... Und dafür können wir das Ding hier wegschmeißen. Der Container wird jetzt ein Problem. Der wird jetzt definitiv ein Problem. Ist dort die mehr? Hiervor kommt denn wieder ein guter Container. Organisation. Na gut, ich habe das Stein nicht dabei. Aber im Grunde genommen, eigentlich brauchen wir die auch nicht. Solche Riesenmengen brauchen wir davon ja jetzt auch nicht. Steht er so richtig? Scheint so, ne? So steht er richtig. Jo. Ein Trämmchen, dann machen wir es mir so. Hier reicht auch normales MK1. Das geht dann gerade drin. Ich hau jetzt einmal kurz alles an. Kupferblechen da rein. Die nehmen wir auch mit. Ich bin leider etwas voll. Die rein. Etwas sehr voll. Aber verkommen lassen wir ja nur auch nichts. So, warte mal. Wir, die Kupferbarren, davon haben wir jede Menge. Die können weg. Dankeschön. Der kann weg, weg. Wir brauchen ja noch nicht jeden Mist aufheben. Der kann weg. Ein Träumchen. Dann kriegen wir ein bisschen mehr mit, ne? Jo. Die kommen auch wieder rein. Ein Träumchen. So, da lagen wohl mehr auf dem Fließband als im Container waren. Auf jeden Fall. Ja gut, ein paar haben wir einstecken, ein paar hatten wir auch einstecken. Alles gut. Dann kann das Ganze jetzt hier wieder in Betrieb gehen. Die sind wieder angeschlossen. Wie sie sollen. Yep. Und hier müssen wir jetzt mal gucken. Der müsste von hier... Ah, es haut aber hin mit der Wand, oder? Es haut nicht hin mit der Wand. Den Splitter brauchen wir nicht mehr. Der kommt, glaube ich, weg. Also gesagt, optimal ist es noch nicht. Optimal ist jetzt aber nicht mein Ziel. Wenn ich das von hier reinleiten.
Sehr schön. Erstmal zumindest. Der kann denn weg. Der kann weg. Dieses schön fein säuberlich gerade gezogene Band brauchen wir so jetzt auch nicht mehr. Nee. Ich habe ja gesagt, wir müssen ein bisschen umbauen. Nützt Leute alles nichts. Wenn es ordentlich werden soll. So, hier wollten wir reinziehen. Was heißt, er muss jetzt ungefähr auf diese Höhe erstmal. Ah, da ungefähr. Die Fließbänder werden noch ordentlicher gemacht. Ich will später diese stapelbaren Dinger benutzen. Es ist halt noch nicht perfekt. Wir brauchen jetzt aber auch erstmal die Wände dafür, um das perfekt zu machen. Aber zumindest kommt es an. So, das Einzige, was jetzt eigentlich noch Strom braucht, ist das Maschinchen. Und die Smide, ne? Hau ran. Und hau ran. Sehr schön. Dann sollte das hier auch wieder so einen Gang geben. Hoffe ich mal. Ja. Der kriegt jetzt natürlich mehr rein. Der kriegt jetzt volle 60 rein, als er braucht. Aber das wird schon alles funktionieren. Der sollte jetzt auch so langsam volllaufen. Ja, tut er auch. So schnell produziert er nicht. Sehr schön. Dann laufen die Dinger auch wieder. Ich meine, der Container ist eh voll. Wird eh nicht lange dauern, bis sie wieder stoppen. Es ging jetzt nur darum, dann können wir zumindest hier vernünftig schon mal die Wände ziehen. Kabellage und so wird ordentlich gemacht. Und hier brauchen wir nämlich gar nicht mehr so viel. Die Plattform hier lasse ich, damit wir uns bewegen können. Das hier kommt weg. Problem ist jetzt wieder der Strommast. Oh man. Dann haben wir gleich wieder einen Ausfall, ne? Das hier vorne brauchen wir eigentlich wirklich nicht mehr. Obwohl ich das erstmal stehen lasse, weil ich ja sowieso später alles verbinden will. Aber Fakt ist, die Wände, die kommen denn erstmal hier lang. Erstmal bis hierhin. Sehr schön. Haben wir hier eine schöne Lauffläche. Hier fehlt noch eine Wand. Nein. Da ziehen wir den auch hier vorne durch. Bis... ja, bis hier ran. Die Wand haben wir ja schon gezogen. Sehr schön. Ein Träumchen. Hier haben wir halt das Problem erstmal, dass wir erstmal die Wandschnüffelstücke da brauchen. Aber wir können zumindest oben drüber ziehen. Sehr schön, sehr schön. Bis dahin. Das geht mir nämlich schon die ganze Zeit auf den Senkel, dass wir hier keine anständigen Hallen haben. Dass hier alles nur so kreuz und quer in der Landschaft rumsteht. Na, so, da oben denn auch nochmal lang. Er lässt mich auch nie da durch, wo ich durch will. So. Brauchen wir überhaupt die Höhe? Ah, vermutlich nicht, aber es sieht besser aus, wenn sie gleich hoch sind. Gut. Bis dahin. Sehr schön. So nochmal. Hier natürlich auch nochmal lang. Und hier unten machen wir den nachträglich, sobald wir die fünf Dinger haben. Sehr schön. Da kommt dann natürlich noch eine anständige Decke rauf. Das Lüft, das ist ja alles noch nicht sehr schön. Von außen sieht es wahrscheinlich auch nicht schön aus. Da fällt mir ein, da müsste ich mal kurz was googeln. Und zwar soll das hier ja später auch mit ran. Alles auf eine Höhe. Ich hoffe, ich war so geistesgegenwärtig, dass ich das von hier weggenommen habe, dass die Dinger gleich sitzen. Hm, aber wenn ich alles auf diese Ebene hier oben setzen will, wenn ich das hier sowieso komplett nochmal neu machen müssen. Und zwar komplett. Mit Förderlift richtig hin und so weiter und so fort. Jo, das wird schwierig. Eins nach dem anderen. Aber abgesehen davon geht das überhaupt. Hier vorne haben wir, glaube ich, die Dinger, ne? Die... na, wie heißen sie jetzt? Die Container, genau. Ja, die haben wir hier vorne. Das kann ich gar nicht daneben bauen. Soll ja später noch ein Lager.
Okay, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Das kriegen wir schon hin. Vielleicht kriegen wir es hin, ohne dass wir alles umbauen müssen. Erstmal die Decke rauf. Zack. Hier auch nochmal. Das geht ja zumindest so eigentlich rucki-zucki, ne? Sofern man Materialien hat. So, da nochmal hin. Hau das hin mit der Maschine. Ja, das muss auch so hoch. Das muss so hoch, okay. Lass mir doch mal rüber da. Danke. Nochmal. So, den bis dahin. Sehr schön. Das will er da nicht ransippen. Jetzt. Auch gerade ebenso. Alles klar. Den einmal bis da. Danke. So, und den nochmal bis dadurch. Dann haben wir hier auch eine Decke drauf. Ein Träumchen. Hier dann eine schöne Beleuchtung rein und so weiter und so fort. Wir haben hier unsere Laufwege. Hier haben wir die Container. Ah, mal gucken. Ich hätte das halt gerne alles verbunden gehabt. Aber ich glaube, das können wir hier in dem Fall knicken. Weil hier nebenan ist ja nur die Schlucht. Hier haben wir ja nichts weiter. Außer unsere Kraftwege. Und die sind hier. Ich habe das halt ohne Plan angefangen. Das ist halt das Problem. Ja, hier können wir nichts weiter nehmen. Die ganze Produktion hätte ich hier aufbauen sollen. Hätte auch hingehauen mit den Erzen. Hätte das auch perfekt gepasst mit den Kraftwerken, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Die auch noch ordentlich gemacht werden. So bleiben sie natürlich nicht. Hier so rüber, dass wir alles auf einer Ebene haben. Ich denke mal, ich werde das Stück für Stück neu aufbauen, aber nicht alles auf einmal. Und sonst kommt unsere ganze Produktion hier zum Erliegen, wo momentan liegt eh alles. Also würde sich das anbieten. Aber eins nach dem anderen. Wir machen jetzt erstmal dort hier fertig. Erstmal zu Beton. In der Zwischenzeit hoffe ich mal, dass er hier mal... Das wäre echt schön. Die Wände freischaltet, indem wir da mal die 5 Coupons kriegen. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt einmal kurz Beton. Machen wir erstmal die Fundamente. Habe ich die falschen ausgewählt? Ich finde Kabel im Weg, geht das nicht, ne? Kabel müssen wir auch alle noch ordentlich machen, sobald wir die Wandhalterung haben. Ja, mal gucken, dann werde ich es aber wahrscheinlich auch gleich mit den MK2-Kabeln machen. Dann sparen wir uns vielleicht auch ein paar Strommästen. Ich denke mal schon, dass da mehr rangeht. Ich weiß nicht, wie viele Kabel da jetzt rangehen. Das kann ich so jetzt gar nicht sagen. Aber an die normalen MK1-Dinger gehen auf jeden Fall nur 4 ran. Da gehe ich doch mal von aus, dass bei den MK4 ein paar mehr rangehen. So, hier fehlt noch. Der fehlt noch. So, haben wir jetzt komplett Betondecke? Nein. Jetzt, ne? Man, normalerweise müssten wir hier an einer Kohlenmonoxidvergiftung sterben. Da wir keinerlei Abzüge nach draußen haben. Aber passt schon. Dann müssen wir die Wände jetzt noch betonisieren. Wofür wir definitiv nicht mehr genug Beton haben. Wir machen mal so weit, wie wir kommen. So. Zack, zack, zack. Ah, solche Sachen wie hier, zumindest Wanddurchführung, so müsste man von Anfang an haben. Damit man gleich richtig planen kann. Sehr schön. Aber wahrscheinlich ist es auch so gewollt, dass man hier öfters alles umbaut. So, jetzt haben wir keinen Beton mehr. Aber es ist zumindest schon mal ein Anfang. Das hier wird noch alles ordentlich. Das daneben werden wir den Ausstück für Stück umbauen. Ich brauche einen Beton. Definitiv. Und ich weiß nicht, warum ich so vollgewühlt bin. Ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Schon allein die Eisenbahnen. Ich weiß nicht, woher die Eisenbahnen schon wieder kommen. Wahrscheinlich auch, weil wir irgendwas umgebaut haben. Aber mir persönlich ist es halt auch wichtig, dass es nicht nur funktioniert und wir alles hergestellt kriegen, sondern halt auch, dass es wirklich ein bisschen...
einigermaßen realistisch aussieht. Ich meine, hundertprozentig Realismus ist hier natürlich nicht möglich, deswegen einigermaßen. Und da stehen halt Maschinen in der Regel in der Fabrikhalle. Ich meine, in der Regel laufen Maschinen elektronisch und verursachen nicht solche Abgase. Das ignorieren wir mal ganz gepflegt. Und zumindest sieht das schon mal ein bisschen nach Fabrikhallen aus. Ich denke mal, ich werde da hinten das kurze Stück noch so eine Art Schrägtreff machen, dass hier vorne wird denn so bleiben. Da kommen so Fenster rein. Mal gucken. Wenn wir dann alles auf einer Plattform haben, haben wir auch nicht mehr diese Berge dazwischen. Das Ding werden wir, denke ich mal, komplett umbauen. Aber das machen wir Stück für Stück. Erstmal give me Beton, my friend. Beton geht jetzt vor. Das gute Beton, 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 Beton. Hier ist auch alles voll, ne? Jo. Gut. Und natürlich sollen nicht alle Gebäude nebeneinander. Das ganze Gedöns werden wir noch später daneben bauen bei der Schlucht hin. Mal gucken, wie wir das machen. Das werde ich auch nochmal neu machen. Wie gesagt, das Auto soll ja eh weg. Und ich will das dann ja zwischen den Gebäuden so Straßen durchführen und so ein Kram, dass wir dann vielleicht später auch mal Fahrzeuge nutzen können, wo sich das lohnt. Weil es kommen ja, glaube ich, auch noch, soweit ich weiß, Schienen. Dann haben wir auch gleich Platz, um Schienen zu verlegen und so. Ich glaube, die sind sowieso effektiver, vermute ich mal, als die Autos, also die Schlepper. Aber jedoch ist weh, den wir alle sehen. Machen wir erstmal die Wände fertig. Das Ding hier stört, kann ich aber nicht ändern. Anständig Licht rein, so eingezeichnete Gehwege rauf und so weiter und so fort. Aber erstmal die Betonwand. Bip, 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 bip. So, du natürlich auch. Hier denn nochmal. Das geht ja zum Glück relativ schnell. Sehr schön. Dann hier unten noch einmal das gute Fundament. Hier haben wir ja schon. Sehr, sehr schön. Also ich hoffe, dass in Zukunft auch noch dekomäßig ein bisschen was kommt. Das wäre schon ein Träumchen. Was weiß ich, dass man vielleicht auch mal so Backsteinwände machen kann und so. Das wäre schon bestimmt cool. Vom Aussehen her, meine ich. Vielleicht auch, wenn das vielleicht in die Fabrik üblich ist, aber die Mitarbeiter wollen es ja auch schön haben, dass man vielleicht noch so ein bisschen dekomäßig so Pflanzen und so in Gängen, vielleicht noch ein paar Möbel für eine Kantine oder sowas. Ah, das wäre schon ein Träumchen. Glauben tue ich es nicht so wirklich. Aber man wird ja hoffen dürfen. Oh, mach das hier mal gleich mit hier. So. Da noch. Hier, dort muss noch alles. Das muss auch. So, irgendwas noch nicht betoniert? Aber ja, nö. Scheint alles zu sein. Ein Träumchen. Gut, dann haben wir zumindest auch schon mal Beton. Das hier lüft erstmal wieder. Wie gesagt, wir brauchen die guten Wände. Das wird aber noch ein Weilchen dauern, da bin ich mir ziemlich sicher, bis wir die haben. Weil, obwohl wir jetzt so viel reinpumpen, lüftet nicht alles. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie, und die Strommessen müssen wir auch ordentlich machen, mal abgesehen davon. Irgendwie die ganze Produktion, wie auch immer ich das anstellen soll, hier rüber kriegen. Klar, ich könnte das freiforschen, Bauplan davon machen und das hier einfach wieder aufbauen, nur ein Stück. Aber will ich das überhaupt genauso haben? Weil so ganz hundertprozentig optimal ist das da auch nicht. Vor allem steht mir das alles zu schief. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das machen soll. Das muss auf jeden Fall hier hin. Was, warte mal, was für Platten habe ich hier genommen? Bitte sag mir, ich habe hier, das sind wahrscheinlich die dicken, ne? Ah, das sind die dicken. Okay, aber hier unter kommt eh nichts mehr. Hier können wir die dicken nehmen. Erstmal durchziehen. Ich weiß auch gar nicht, ob das platztechnisch überhaupt passt. Oder will er nicht? Okay. Es war ja anfangs auch alles anders gedacht, als es jetzt letztendlich ist, ne? Bin sowieso überlegen.
Da wir jetzt das nach da vorne raus haben, den anderen nach vorne raus haben, möchte ich die auch gerne nach vorne raus haben. Das heißt, ich muss das hier irgendwie vorbeilegen. Einmal googeln, dass es von hinten reingeht. Klingt jetzt irgendwie falsch, aber in diesem Fall ist von hinten immer besser. So, da nochmal lang. Sehr schön, dann können wir das Ganze aber auch später, aber erst wenn das hier aufgebaut ist, wegreißen. So. Hier nochmal. Gut, 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 gut. Das Ganze müsste eigentlich bis an den Berg ran. Wie ich das denn hier dann durchkriegen soll, das weiß ich auch noch nicht. Wir haben, na gut, wir haben ja noch mal eins von oben über. Wir nutzen hier aktuell eigentlich nur zwei, weil wir den einen hier spalten und so weiter und so fort. Das müsste ich dann sowieso gucken. Wie weit würde ich denn hier gehen? Nein! Au. Na gut, von hier geht's einfacher. Ja gut, weil wir die Sachen da durch müssen, aber das geht, ne? Das können wir hier vorne ranliefern. Ich gehe bis an den Berg ran. Sehr schön. Ich weiß, wir bauen uns hier einen Haufen Landschaft dicht, aber sagen wir mal so, wir betonieren einfach die Welt unter uns. Wir bauen oben drauf, das passt denn schon. Dann haben wir alles auf einer Ebene. Dann haben wir auch einen vernünftigen Komplex. Das wird man dann später alles nicht mehr sehen, dann sparen wir uns auch die Arbeit, hier alles zuzubauen. Ja, gut, wird nicht ganz so einfach. Haben jetzt wirklich sehr, sehr viel Arbeit für uns. Aber was sein muss, muss sein, damit es gut aussieht. Dann kommt natürlich auch später Hub und alles woanders hin. Aber eins nach dem anderen. Die Fließbänder machen wir gleich von Anfang an mit. Ich hoffe, er sammelt da jetzt wirklich mal seine fünf Dinge an. Das wäre ein Träumchen. So, dann haben wir hier den Durchgang dorthin. Das Post. Ich denke mal, dann werde ich da auch einen Durchgang hier durchbauen. Später. Haben wir den nämlich auch gleich verbunden. So, wie weit hatte ich das hier jetzt gezogen? Und so kommen wir dann später auch leichter an die Kraftwerke ran, die ich vermutlich auch nochmal komplett umbauen werde. Damit wir es alles ein bisschen ordentlich haben. Mir gefällt das so nicht mit den Rohren. Das ist alles so schief und krumm und... Wie weit will ich das eigentlich ziehen? Bis hier. Okay, warte mal. Da sind noch Lücken vom Berg. Erstmal bis hier. Sehr schön. Ja, ja, das dachte ich mir. Zieh einmal durch bis dahin. Hier ist auch noch eine Lücke. Der Busch muss hier auf jeden Fall weg. Zack. Wunderbar. Ach komm, die eine Lücke hier, die können wir auch noch mit zumachen. Sehr schön. So. Habe ich die Kettensäge dabei? Jo. Kommen wir bloß so nicht ran, ne? Ne, der Busch muss hier auf jeden Fall weg. Das ist mir hier. Der geht. Den nicht, ne? Da muss ich mal irgendwie da unter. Ist mir hier zu buschig, das geht so nicht. Kriegen wir die auch weg? Nee, ne? Nö. Aber gut, ich werde ja auch nicht ganz bis hier ranbauen. So ist es nicht. Der muss ich jetzt bloß wirklich mal googeln. Ich muss jetzt Stück für Stück gucken, was steht da, das hier nach und nach alles aufbauen. Zum Schluss denn die Erze umbauen. Weil ich gar nicht mehr genau weiß, was ich hier habe. Hier wird dann ungefähr der Durchgang durchkommen, ungefähr mittig. Wie drüben auch. Also quasi hier. Hier würden die Türen reinkommen. Ja, ja. Ich glaube, das sieht den besser aus. Der müsste rein theoretisch. Ich brauche einmal kurz Wände. Hier eine Wand hin. Da eine Wand hin.
Das Ganze ja sonst sieht so gequetscht aus. Eine Höhe. Ich sag ja, die Strommessen müssen umgebaut werden. Und hier würden halt wieder Türen reinkommen. Macht er jetzt gerade nicht. Hier oben drüber würden Wände kommen. Wie da drüben halt auch. Strommast steht im Moment mitten im Weg. Das kommt noch. Dann würden hier quasi die Wände weitergehen. Dann haben wir hier so ein Zwischenstück. Das kriegen wir schon hin. Ich hoffe, der Platz hier reicht. Das andere werden wir auch wieder oben rüber bauen. Und zum Schluss kommt der ganze Gedöns hier dann weg. Jo, viel Arbeit, sag ich ja. Sehr viel Arbeit. Aber Hauptsache, wir haben das dann mal einigermaßen gesittet. Es ist so ja ordentlich. Gut, wir sind für heute aber auch am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen machen wir hier selbstverständlich weiter. Tschüssi.